Wir haben aber jetzt noch ein weiteres Team, das vorstellt. Das ist die Planbude. Das ist ein transdisziplinäres Team aus den Feldern Kunst, Architektur, Urbanistik, soziale Stadtentwicklung. Sie arbeiten in Hamburg, sind bekannt geworden mit den Verfahren, die sie entwickelt haben in St. Pauli. Und ich bin neugierig, was Sie uns erzählen. Denn, ja, ich bin neugierig. Super. Ich nehme das hier vielleicht, weil es ein bisschen eng ist. Genau, herzlichen Dank auch für die Einladung. Unsere Namen sind René Tribbel und Christina Rötig. Wir sind zwei von so ungefähr 7 Leuten. Und das wurde jetzt gerade schon gesagt, also Planbude verknüpft die Felder Stadtplanung, Kunst, Architektur, Urbanismus und soziale Arbeit mit den Bewohnern, mit dem Alltagswissen, mit dem lokalen Wissen der Stadt. Und uns geht es darum, sozusagen, was wir hier gemacht haben, war einen Prozess vorzuschlagen und auch durchzuführen, der sozusagen von Grund auf anders ist. Also unsere Ziele waren, dass er demokratisch ist, ergebnisoffen, breit gefächert und vor Ort organisiert, dass wir auch aus dem Stadtteil kommen und quasi mit dem Stadtteil planen und dass wir auf den einen aus dem Alltag entwickelte Imaginationskraft setzen. Finde ich auch angenehmer. Genau, der Planbude ging ein jahrelanger Konflikt um die SU-Häuser auf St. Pauli voraus. Und direkt an der Reeperbahn standen die Häuser als klassischer Bau der Nachkriegsmoderne und waren insbesondere durch die Kulttanke bekannt. Und 2009 kaufte die Bayerische Hausbau das Ensemble mit dem Plan abzureißen und mit hochpreisigem Gewerbe Raum und Eigentumswohnungen nachzuverdichten, und daraufhin gründete sich 2010 die Mieterinneninitiative Essohäuser mit der Forderung, kein Abriss der Häuser. Und sie bekamen breite Unterstützung von dem Recht auf Stadtnetzwerk in Hamburg und der befreundeten Kultur- und Musikszene auf St. Pauli. Und durch den vielfältigen Protest und die Öffentlichkeit wurde der Konflikt zu einem Kristallisationspunkt im Kampf gegen Gentrifizierung und Verdrängung. 2013 gab es dann einen ziemlichen Puffer für die Initiative, und zwar hat der Bezirk Mitte ein Gutachten in Auftrag gegeben, der die Häuser als baufällig erklärte, und dramatischer Höhepunkt war Ende 2013 die Evakuierung der Häuser. Über Nacht wurden die Mieterinnen in Hotels gebracht und schließlich in Umsatzwohnungen umgezogen, und folglich war auch der Abriss beschlossene Sache. Gleichzeitig entflammte der Protest durch den Abriss neu, und in der von Initiativen organisierten Stadtteilversammlung von St. Pauli selber machen, wurde die Forderung laut, die Neubebauung mitplanen und mitgestalten zu können. Dort gründeten sich auch die AG Planung, aus der schließlich die Planbude hervorging. Und im April gingen wir mit unserem Konzept an die Öffentlichkeit, hier auf unserer Pressekonferenz direkt am Spielbodenplatz mit der Leiter der Partizipation, führten Verhandlungen mit dem Bezirk und erhielten schließlich den offiziellen Auftrag, die Beteiligung des Stadtteils an der Neuplanung durchzuführen. Und im August 2014 landeten endlich die Container die Planbudencontainer am Spielbodenplatz, direkt dort, wo auch früher die Esso-Tanke war. Und wir nahmen Platz, bauten die Container aus, konzipierten die Tools, führten erste Workshops durch, unter anderem auch zu taktischen Möbeln, und eröffneten schließlich mit einem rauschenden Fest im Oktober 2014. Und insgesamt hatten wir 4,5 Monate Zeit, 6 Tage die Woche hatten wir geöffnet. Die Leute kamen vorbei und brachten uns ihre Ideen. Mit den Vorgaben dieses Beteiligungsprozesses gingen wir im Gepäck und verhandelten ab April 2015 mit dem Bezirk und der Eigentümerin die Grundlagen für den folgenden Architekturwettbewerb. Also vor allem haben wir mitgesprochen und mitverhandelt und fixierten die Ergebnisse, wie beispielsweise 60% öffentlich geförderter Wohnungsbau und keine Eigentumswohnungen. Zur Auslobung des städtebaulichen Wettbewerbs entwerfen wir auch ein Buch mit den Originalzitaten, Bildern aus unserer Wunschproduktion und gaben es den Architekturbüros mit zur Unterfütterung der Ideen. Und die Jury stimmte einstimmig für den städtebaulichen Entwurf von NL und Beel, der dem St. Pauli-Code am meisten entsprach. Und so finden sich die meisten der Ideen auch schon idealerweise im architektonischen Entwurf wieder.
Genau, und das Wesentliche vielleicht ist, wie wenn man so einen Prozess organisiert oder worum es eigentlich ging, ist, dass man das Wissen des Stadtteils, also die Interessen des Stadtteils auch in die Verhandlung oder Aushandlung mit dem Bezirk, der Verwaltung, der Politik und eben dem Investor bringt. Das ist eigentlich das, was wir gemacht haben, dass bevor die Planung im Falle hier, in diesem Fall der Wettbewerb läuft, auch das Stadtteilinteresse verhandlungsfähig ist, sage ich mal. Genau, wir haben jetzt noch, gehen wir noch mal kurz drauf ein, wie haben wir das genauer gemacht. Und es ging halt immer darum, sozusagen, es war unser Leitthema, knack den St. Pauli-Code, was macht St. Pauli eigentlich aus und was ist es, an das man anknüpfen kann oder anknüpfen muss, um es auch in die Zukunft weiterentwickeln zu können. Wir haben dazu ganz viele unterschiedliche Formate und Veranstaltungen gemacht. Das Wesentliche ist aber eigentlich, dass wir rausgegangen sind, versucht haben, wirklich ganz viele verschiedene Gruppen anzusprechen mit Schulkursen, mit auch für die unterschiedlichen Altersgruppen, dass es immer wieder Gelegenheiten gibt, wo man zusammenkommt, wo man sich trifft, wo man sich austauscht. Wir haben einen Slogan, war auch immer, sich gegenseitig schlauer machen, also alle Themen, die aus St. Pauli relevant sind, auch zu behandeln und auch immer an andere Orte zu gehen, wo dann wieder auch andere Leute hinkommen können, wie zum Beispiel den Workshop in einer Bar oder in einem Hotelfoyer zu machen. Genau, oder auch im Advent, wenn es kalt und Winter ist, also da war der Spruch immer ein Glühwein für eine Idee. Immer wieder, dass man zusammenkommt und auch an einem großen Tisch zusammenarbeiten kann und seine Ideen da weiterentwickelt oder überhaupt erstmal auf die, ja, darauf kommt. Wir haben auch zum Beispiel eine Kneipentour gemacht mit dem Bye Bye St. Pauli Film, der die Geschichte der Esso-Häuser zeigt. Und auch da war das wieder wichtig, dass wir an ganz andere Orte gehen und auch mit Menschen in Kontakt kommen, die, bei denen das Wohnzimmer ist, ja? Die nochmal eine ganz andere und eigene Sprache haben, in die man sich dann reinbewegt und auf diese Weise auch nochmal ein ganz anderes Feedback bekommen kann. Genau, das alles ist, was wir gesammelt haben über die Zeit, ist in unser Wunscharchiv gekommen und dieses Wunscharchiv ist auch gleichzeitig ein ganz wesentliches Tool, weil das ist sozusagen dokumentiert, den gesamten Prozess und all das, was erarbeitet wurde, ist sichtbar angewachsen, es ist genau unter dem Fenster und man kann jetzt immer wieder darauf zurückgreifen. Wir haben sozusagen verschiedene Tools entwickelt, wir können jetzt auch gar nicht auf alle eingehen. Das Wesentliche ist aber, dass wir sozusagen über diese 4,5 Monate immer wieder die Möglichkeit geben, sich auszudrücken, mitzumachen, nicht nur mit Sprache und Schrift, sondern eben auch mit ganz anderen Methoden. Hier ist so eine Wärmesteckkarte oder eben mit Modellbauen, mit Lego-Modell und mit dem Knetmodell, wo man sozusagen seine Entwürfe quasi buchstäblich per Hand in Form bringt und damit sozusagen auch, wir nennen das den utopischen Überschuss, sozusagen aus dem Möglichen, aus dem Rahmen auch hinausgeht, um überhaupt auf Ideen zu kommen, die so grundsätzlicher Natur sind. Wir haben auch Sachen vorbereitet, wie solche Bögen, die schon ein bisschen vorgedruckt sind, damit man nicht vor dem weißen Blatt sitzt und einfach die Themen, die wichtig sein werden an dem Ort, in St. Pauli ganz typisch, diese Kellerbars und so weiter, was kommt denn da rein oder Dachlandschaften, also was ist auf den Dächern, aber eben auch hier natürlich die Ansicht von der Reeperbahn als die Vergnügungsmeile oder ein Fragebogen, der sozusagen solche Fragen stellt, dass man also mindestens eine halbe Stunde braucht, um ihn auszufüllen, wenn möglich eigentlich auch länger, dass man wirklich merkt, wir sind an den wirklich daran interessiert, was die Menschen persönlich sozusagen wissen. Und dann, wie kommt man zu einem Bild als Anwalt des Stadtteils? Wir haben das quantitativ und qualitativ ausgewertet und haben auch immer gesagt, das steht eins zu eins nebeneinander. Wir machen nicht Zahlen über die Zitate. Und man sieht das jetzt hier, es ist einfach immer draufgeschrieben, also die Tankstelle als Ort des Sozialen, als Orte des Gemeinsamen, die gewünscht werden, aber auch sozusagen einfach mal bildlich, grafisch zu übersetzen, wo gehe ich eigentlich abends hin? Das sind die Kleinstraßen, Kneipen in den Nebenstraßen, also Betreiber geführte Läden, keine Ketten waren ganz großer Wunsch, dann Drastik und Dramatik an der Reeperbahn, aber auch Unterschiedlichkeit, also unterschiedliche Höhen, die Parzellierung, auch so eine gewisse Ablesbarkeit davon, dann aus dem Reeperbahn-Panorama, dass man merkt, das ist eine extrem hohe Eingangsdichte, da sind wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen, knallen da ganz dicht aufeinander. Oder eben, es gibt dann so eine Art Funktionsplan schon fast, wo man sieht, wo sind jetzt welche Nutzungen, die Sternchen heißen, ich habe das immer mit Krawall und Remi-Demi übersetzt, sozusagen, die sind natürlich an der Reeperbahn zum Spielbudenplatz, aber man sieht auch, dass es Orte der Begegnung geben soll mit dem Sprechblasen und grüne Orte eher hinten zur Nachbarschaft. Und daraus haben wir dann auch quasi wie so eine Art Funktionsschema übersetzt mit einem öffentlichen Erdgeschoss, was dann natürlich auch als Grundlage in die Auslobung eingeflossen ist.
Genau, aber ach, das habe ich schon wieder vergessen. Genau, aber natürlich auch die Einzelwünsche sozusagen, die Originalzitate, bezahlbares Wohnen war natürlich total wichtig in St. Pauli und aber auch das gemeinsame Wohnen und sozusagen, dass man so eine Grafik zu übersetzen ist dann natürlich auch was, mit dem man das Stadtteilinteresse auch visualisiert und mit dem man dann auch mit dem Investor sozusagen ganz anders reden kann, wenn man das mal zeigen kann, dass die meisten Menschen 75% eher unter 8 Euro bezahlen können für ihre Wohnung. Genau, aber gleichzeitig auch, trotzdem auch möchte ich mit grünem Dach und Balkon wohnen. Also die Fragen, die es hier bei uns als Wunschproduktion, als Methode geht, ist immer sozusagen, welchen Impact hat das Quartier, eigentlich das neue Quartier auf die Umgebung und gleichzeitig, welche Wünsche und Vorstellungen, Bedürfnisse habe ich vielleicht aus dem Stadtteil für das, was da geleistet werden kann und dass man gemeinsam darüber nachdenkt und überhaupt auf diese Ebene kommt, das zu erfragen und zu ermitteln. Ja, eine Folie wurde noch übersprungen. Da ganz zentral war auch, dass wir immer zuerst in den Stadtteil gegangen sind und unsere Stadtteilkonferenzen hatten. Genau, das war ganz kurz zu sehen. Und da hat zum Beispiel der Schulkurs auch die Ergebnisse vorgestellt von dem Schulkurs, zum Beispiel die Schokoladenfabrik oder weitere tolle Ideen. Genau. Und mit der Ergebnissicherung, also die Neuplanung und weitere Umsetzung, soll dem St. Pauli-Code als zentrale Aussage aus dem Prozess entsprechen und standhalten. Das heißt, wie lassen sich die Ideen in den Neubau transferieren und mit Leben füllen? Und es gibt die sogenannten Hard- und die sogenannten Softfacts zum Charakter, die es im Folgenden zu sichern gilt, wie beispielsweise die Öffentlichkeit, der öffentliche Zugang zu den Dächern. Sowohl während des Wettbewerbs als auch in den weiteren Verhandlungen zum städtebaulichen Vertrag, in dem wir gerade stecken, werden immer wieder Feedbackschleifen mit dem Stadtteil oder ihren Vertreterinnen eingebaut. Hierdurch werden Entscheidungen transparent und Kompromisse nachvollziehbarer, auch für die Nachbarschaft. Der Masterplan entspricht dem Aspekt des Häuserbauens und der echten Unterschiedlichkeit und ist in 5 Baufelder unterteilt. Und in dem Baufeld entstehen verschiedene Häuser durch verschiedene Architekten. Und es gibt den öffentlichen Stadtbalkon, das Gate-Dach, Kunstspielfeld, Parkfiction 2.0, die neue Quartierstraße, das Nachbarschaftscluster mit Subkultur und Sozialem und 3 verschiedene Wohnformen, darunter auch eine Baugemeinschaft genossenschaftlich. Und genau, das ist zumindest das, was wir jetzt fixieren wollen und auch weiter begleiten wollen, dass es auch wirklich so passiert. Genau, also wie geht das? Also unsere... Ja, also der Kern des Ganzen ist dann eigentlich, dass man für all das, was wir angesprochen haben und was auch schon im Prozess lief, eine Form findet, die das sozusagen langfristig sichert und auch in die Realität übersetzt oder in die Realität trägt. Weil wir auch gerne immer hören, ja, Wünsche treffen Wirklichkeit, jetzt geht es halt nicht mehr und es geht genau eigentlich um das Umgekehrte, wie können die Wünsche Realität werden. Und da gibt es eigentlich viele Werkzeuge, wir haben das mal versucht gegenüberzustellen sozusagen, was wir jetzt alles so haben, was aus dem städtebaulichen Wettbewerb natürlich ein B-Plan wird, der Architektur wird weiter mit dem Gestaltungsbeirat begleitet, es gibt auch für die politische Auseinandersetzung einen Projektrat, in dem auch Stadtteilvertreter sind, in der einmal im Monat ungefähr tagt. Dann natürlich ganz zentrales Werkzeug ist dieser städtebauliche Vertrag, in dem jetzt die inhaltlichen und finanziellen Vereinbarungen gesichert werden. Und dann geht es aber auch um Formen, die sozusagen diese Möglichkeiten überhaupt erlauben. Also dass das Nachbarschaftscluster zum Beispiel von der Stiftung getragen wird und eben nicht im Eigentum von sozusagen dem Projektinvestor und Investor bleibt, weil der hat einfach langfristig ein anderes Interesse. Also dass man für alles, was man da eigentlich angedacht hat oder dass die Dächer auch wirklich funktionieren, das ist, glaube ich, auch eine Herausforderung, auf so einem sehr dichten, kompakten Quartier mit ganz vielen Touristen jetzt irgendwie 4, 5 öffentliche Dächer zu machen. Das ist dann da aber auch wieder ein, nennen es momentan inklusives Quartiersmanagement gibt, das sozusagen auch wieder von lokalen Akteuren entwickelt wird und betrieben wird, die dafür sorgen können, dass es dann sozusagen langfristig auch funktioniert. Genau, Dankeschön, das war's.